ob etwas Schreckliches passiert ist? Nicht, dass ich wüsste. Ich bin gerade beim Zwiebelschneiden. Du weißt ja, ich habe heute Abend Gäste. Hm? Oh, mon Dieu, wie ich aussehe. Bitte einen kurzen Moment. Ich mache mich noch etwas frisch. Hier. Hier ist Pierre, der Erzeuger meiner Kinder und mein liebevoller Gatte. Es ist ein Jugendfoto. Er lässt sich jetzt einen Schnauzbart wachsen. Ein unmögliches Ding. Er meint, das gibt ihm ein gewisses Flair. Das braucht er ja auch als Literaturprofessor. Wir sind schon seit sehr vielen Jahren verheiratet. Und noch immer so glücklich wie am ersten Tag. Man nehme ein Glas Wein und schüttet dieses in die Köchin hinein. Ich muss dir noch erzählen, wer heute zum Abendessen kommt. Hier, Vic. Du kennst ihn ja. Mein Bruder und der Komödiant in unserer Familie. Was haben wir mit ihm schon gelacht? Das Lachen wird ihm bald vergehen. Er wird zum ersten Mal Papa. Claude kennst du ja. Er ist mein allerbester Freund seit Kindheitstagen. Ein hervorragender Musiker. Erster Posaunist beim Rundfunkorchester. Und hier noch mein letzter Gast. Anna. Meine zukünftige Schwägerin und Verlobte von Vic. Sie ist Vegetarierin. Deswegen bekommt sie heute Abend Ratatouille. Oh. Heute Abend geht es um etwas ganz Besonderes. Vic verrät uns den Vornamen seines Sprösslings. Der macht vielleicht ein Drama draus. Oh, mon Dieu. Oh, jetzt habe ich mich angepatzt. Vornamen auch wissen. Ja, dann komm uns doch heute Abend im Theater besuchen.